So, nur noch Theater mit Bargeld. Ich bin jetzt hier bei der dritten Wechselstube in Frankfurt am Flughafen. Die dritte. Die erste hat mich zur zweiten geschickt, die zweite zur dritten. Ich wollte hier mein Flugticket nach Katar bar bezahlen beim Flughafenschalter. Katar Airways. Die sagen, sie nehmen keine 500er. Dann gehe ich zur Wechselstube, will 500er wechseln. Der erste macht es gar nicht, der zweite sagt, oh ja, wir haben nicht so viel Geld da, aber wir nehmen 5 Euro. Pro 500 Euro, die sie wechseln. In Euro, ne? Also Euro in Euro wechseln kostet auch schon Geld. So. So, und jetzt habe ich gar niemand, der mir das Geld wechselt, weil die sagen, ne, haben wir keine Lust dazu, machen wir auch nicht. Jetzt bin ich hier im Keller, fahre mit der Rolltreppe im Keller, renne durchs ganze scheiß Flughafengebäude. Keiner wechselt mir die scheiß Kohle. Und ich kriege echt so langsam einen Zorn. Und deswegen werde ich jetzt mein ganzes Geld in Bitcoins investieren, in Bitcoin-ATM-Maschinen, dass die hier am Flughafen überall aufgestellt werden, weil sonst kriege ich noch einen zu viel. Was die für uns, was die mit uns abziehen hier, ja, gibt es ja überhaupt gar nicht. Also ich bin zornig, mich kotzt das an, ohne Spaß. Es muss die Weltwährung her. Und die Weltwährung ist Bitcoin, Ethereum, wie sie alle heißen. Kryptowährung, das ist die Weltwährung. Ich scheiß auf die Staaten so langsam. Drecksbanker, verkackte. Ohne Spaß. Muss noch Geld bezahlen fürs Geld wechseln. Und das große, die große Scheine nimmt keiner. Ich kotze hier. Eine Frechheit. Vor allem ist es, ich laufe hier seit einer Dreiviertelstunde spazieren. Die Zeit ist ja noch viel wertvoller wie das Geld. Ich kotze, ohne Spaß.